passieren und ich schreib drüber. Marie Walter Brecht, mal eher wie Mike Krüger. Komm auf den Beat auf an und wie ich mich fühle. Doch zu 99,9% gebe ich mir richtig Mühe. Es kommt wie es kommt, aus dem Bauch raus wie Kacke. Und wenn es rockt, kommt es rauf auf die Platte. Doch vorher wird gebastelt, solange der Beat am Wache. Und wenn es nicht funktioniert, wird's halt auch mal rumprobiert. Bis die Beat Spaß bringen wie Firma mit Steve Martin. Tja, ohne gute Loops wären wir keine Supergroup. Darum wird die einzige Regel immer Basteln heißen. Denn Langeweile schmerzt wie Pimmel im Waffeleisen. Und auch auf die Gefahren, dass sie sagt, ihr spinnt jetzt. Wer Hip-Hop macht, aber nur Hip-Hop hört, betreibt Inzest. Regt euch nur auf, weil ihr Täuschbacken mit Scheuklappen. Denn ich liebe es in meinem zu spalten wie beim Holzhacker. Zu spalten wie beim Holzhacker. Zu spalten wie beim Holzhacker. Oh yeah, yeah. Beverley, rock on. Girls, you know you better watch out. Some guys, are only irgendwie swings anders. Findet man ein geiles Sample, ja, dann nimmt man das. Nicht die Routine irgendeiner deutschen Rap-Kapelle. Denn inhaltlos bescheidern, so wie Westerwelle. Dann noch eher die Routine eines Willy Brandt. Wir haben die Musik, die süß schmeckt, wie Philly Blanks. Wir machen mehr draus, kriegen wir einen neuen Vorschuss. Wir bauen Bomben, doch nicht im Sinne von George Bush. Wir sind von Haus aus Baggy Pants für Strumpfhosen und brauchen deshalb nicht auf dicke Hose rumposen. Wir machen nicht auf Larsch im schicken Sportwagen. Doch haben auch nicht gerade das Tabaramell von Kurknamen. Ihr könnt die Platte getrost kaufen, denn was ihr hört, sind die derben Gaschenhauer von den krassen Nerds. Die flashigen drei, die überleben wie Magic Johnson. Diese tun, als wär Hammer groß wie Paris und Jochen 9.